Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Gefährliche Salben. Dass sich vor allem reifere Frauen mit allerlei Salben und Wässerchen pflegten, war mir nicht neu. Ob die Dinger nun Anti-Aging oder Pro-Age hießen, spielte dabei keine Rolle. Wichtig war einzig und allein der Traum vom Jungbrunnen. Immerhin bescherten mir die Eitelkeiten meiner Mitmenschen einen kleinen Auftrag. V. Steinmann handelte mit Salben und sie hegte einen Verdacht. Und? Habe ich zu viel versprochen? Die Pizza schmeckte ausgezeichnet. Aber ich glaube kaum, dass sie mich auch nur einen Tag jünger macht. Die Ernährung ist zwar wichtig, aber ohne zusätzliche Pflege hilft das alles nichts. Wenn Sie meine Salbe benutzen, können Sie täglich Pizza essen und trotzdem sieht Ihre Haut jünger aus. Das ist zweifellos bemerkenswert. Aber Menschen, die Salben benutzen, riechen unangenehm. Und sowas kann ich mir nicht leisten. Meine Salbe riecht nach Vanille und Zitrone. Soll ich Ihnen etwas auf die Hand reiben? Meine Hand verjüngt sich nur, wenn sie täglich in Kontakt mit Bargeld kommt. Also gut. Reichen 600 als Vorschuss? Ihr Geschäft scheint gut zu laufen. Na, es geht. Da ich die Salbe direkt vertreibe, habe ich einen riesigen Aufwand. Ich spreche meine Kundinnen direkt an, in Cafés, im Park, überall. Ja, und wie viel kostet eine einjährige Verjüngung? Eine Salbe kostet 93 Franken, sie reicht für 2 Wochen. Und wie viel verdienen Sie an einer Salbe? Das bleibt mein Geschäftsgeheimnis. Ja, und was genau soll ich für Sie tun? Sie sagten am Telefon, dass jemand Ihr Geschäft sabotiert. 2 meiner Kundinnen beklagen einen seltsamen und sehr aggressiven Ausschlag. Au! Sollte dieser tatsächlich durch die Salbe verursacht worden sein, könnte mich dies in den Ruin treiben. Und Sie vermuten Sabotage? Wer könnte ein Interesse daran haben, Ihre Salben zu verunreinigen? 2 meiner ehemaligen Vertriebspartnerinnen. Sie neiden mir den Erfolg. Und Sie hätten die Möglichkeit gehabt, die Salben zu präparieren. Sie wissen, wo ich die Salbe lagere. Je schneller Sie die beiden überführen, umso besser. Wenn sich die beiden einsichtig zeigen, werde ich auf eine Anzeige verzichten. Sie nannte mir die Namen und Adressen der beiden Frauen. Eine arbeitete in einem Kinderhort. Da ich in der Zeitung gelesen hatte, dass Kinder immer aggressiver wurden, machte ich mich auf einiges gefasst. Tatsächlich wurde ich schon an der Tür mit einem Pelztier beworfen. Kinder sollten ihre Aggressivität ausleben können. In einem klaren Rahmen, versteht sich. Es gehört zur Entwicklung, dass man sich auch mal prügelt. Ich bevorzuge die Kinder aus der Fernsehwerbung.